herzlich willkommen bei Japan Connect. Mein Name ist Fabienne Hofer-Uji und hier auf diesem Kanal erhält ihr Tipps zur japanischen Sprache und japanischen Kultur. Passend zu Halloween habe ich mir gedacht, dass ich ein Halloween-Special mache, in dem ich euch in 7 Schritten in die japanische Geisterwelt einführe. Los geht's! Ikimashō! Nummer 1. Halloween ist in Japan eine hauptsächlich kommerzielle Angelegenheit. Es gibt aber auch in Japan den Brauchtum, dass die Verstorbenen zurückkehren. Dieses Fest, das sogenannte Obon-Fest, findet jedoch nicht im Herbst, sondern im Sommer statt. Heutzutage und vor allem in Westjapan ist das der 15. August und das Fest dauert 3 Tage an. Je nach Region in Japan ändert sich jedoch das Datum dieses Obon-Festes, was daran liegt, dass in Japan bis zur Revolution oder Restauration Meiji fand das Obon-Fest jeweils am 15. Tag des 7. Monats des Mondkalenders statt. Mit der Revolution Meiji begann jedoch eine riesige Modernisierungswelle, die Japan in allen Bereichen erfasst hat. Und so kam es, dass in gewissen Regionen danach das Obon-Fest mit der Einführung des Sonnenkalenders am 15. August stattfand. Das heißt, das Datum des Obon-Fests ändert je nach Region, es findet aber immer im Sommer statt und am geläufigsten ist der 15. August. Nummer 2. Der Geist von verstorbenen Personen, die auf der Erde zurückbleiben, nennt man Yurei. Es gibt Orte, von denen man sagt, dass mehrere von diesen Yurei dort sind. Und diese Orte gelten als besonders gruselig. Man nennt diese Orte Shinrei-Spotto. Und an diesen Orten können sehr seltsame Dinge passieren. Das heißt, Lichter können ausgehen, es kann einem plötzlich kalt werden. Ja, es gibt Leute, die verschiedene Sachen spüren oder hören oder sehen. Ich muss dazu sagen, dass ich anscheinend nicht so sensibel bin, denn ja, ich habe nichts gemerkt. Aber ihr könnt das selbst nachverifizieren. Wenn ihr in Japan seid, könnt ihr auf Google Shinrei-Spotto und den Namen von einer Stadt oder einer Ortschaft eingeben. Dann bekommt ihr eine Liste, wo diese Orte sind. In Punkt Nummer 3 bis 7 möchte ich euch die bekanntesten Dämonen und Geister vorstellen, die man alle unter dem Oberbegriff Yokai zusammenfasst. Man muss dazu sagen, dass die japanische Geisterwelt extrem elaboriert ist und dass es da unzählige verschiedene Geister und Klassen und Untergruppen gibt, die ich hier jetzt nicht vorstellen kann. Das würde den Rahmen von diesem Video bei weitem sprengen. Das heißt, ich stelle euch hier wirklich nur die wichtigsten restlichen 5 Gruppen vor. Nummer 3, das sind die Tsukumokumi. Tsukumokumi, das sind Gegenstände, die 100 Jahre alt sind und bei ihrem 100. Geburtstag zu Leben erweckt werden oder dass quasi eine Gottheit in diese Gegenstände fährt. Das passiert oft bei Objekten, die auch wirklich sehr, sehr lange halten, wie Teekessel, Laternen, Musikinstrumente oder Uhren. Allgemein gelten diese Tsukumokumi als nicht gefährlich. Sie möchten einfach die Aufmerksamkeit der Leute auf sich lenken. Nummer 4. Man sagt in Japan, dass es eine Reihe von Tieren gibt, die eine menschliche Gestalt annehmen können. Dazu zählen unter anderem der Fuchs, die Schlange und der japanische Marderhund, die Tanuki. Am bekanntesten ist wohl aber der Fuchs, genauer gesagt Fuchsfrauen. Man sagt, dass Fuchsfrauen wunderschön sind, sehr, sehr elegant sind und noch dazu sehr intelligent sind. Man findet Geschichten über Fuchsfrauen in vielen Legenden und Sagen, aber auch in der gegenwärtigen Literatur und Kultur, vor allem in Mangas, in Animes, sind sie sehr, sehr stark vertreten. Nummer 5. Das sind die sogenannten Oni. Oni sind Teufel oder Dämonen, die bösartig sind und sich oft durch eine sehr leichte Bekleidung auszeichnen. Sie haben einen entweder rötlichen oder blau-grünen Farbton. Also wenn sie rot sind, dann sagt man Akai. Akai ist rot. Und wenn sie diesen blau-grünlichen Farbton haben, das nennt man Aoi. Aoi wird oft mit blau übersetzt. In Wirklichkeit ist es aber ein Farbton, der viel näher am grünen ist als am blauen. Das sieht man auch, wenn man Kinderbücher aufschlägt.
Wir würden sagen, der Teufel, der Oni ist grün, aber auf Japanisch sagt man Aoi. Das seht ihr auch, wenn ihr zum Beispiel in Japan über die Straße geht und die Ampel grün wird, dann sagt man nicht, sie wird grün, sondern man sagt, sie wird Aoi. Und ihr werdet auch sehen, das ist nicht ein so grelles Grün, wie es zum Beispiel in der Schweiz oder in Deutschland der Fall ist, sondern es ist wirklich ein Farbton, der so zwischen Blau und Grün liegt. Auf jeden Fall haben diese Oni eine rote oder so blau-grüne Körperfarbe, sind gefährlich und keine guten Gestalten. Um den Frühling einzuläuten, gibt es in Japan ein Fest, auf das wir sicher auch noch einmal zu sprechen kommen, das sogenannte Setsubun. Da nimmt man Sojabohnen in die Hand und wirft die nach draußen. Und wenn man die nach draußen wirft, dann sagt man Oni wa soto, fuku wa uchi. Das heißt, die bösen Geister, die Dämonen, die Teufel sollen rausgehen und das Glück soll reinkommen, soll ins Haus kommen. So viel einmal zu den Oni. Nummer 6. Das sind die Tengu. Tengu sind eine Art Bergkobolde. Wortwörtlich bedeutet es aber Himmelshunde oder Hunde des Himmels. Ten ist der Himmel und Gu ist die chinesische Lesung, das Onyomi, für Hund. Und sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie ganz rot sind, sie sind also knallrot und sie haben eine extrem lange Nase. Es sind eine Art Schutzgottheiten des Waldes und der Berge und sie sind eigentlich nicht böse, aber sie nehmen ihre Mission, die Berge und die Wälder zu beschützen, sehr ernst und können so Wanderern gefährlich werden. Und zu guter Letzt Nummer 7, die Kappa. Nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Sportmarke. Ich glaube nicht, dass das etwas miteinander zu tun hat. Ich weiß es aber nicht. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Wenn ihr mehr dazu wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Kappa sind ganz grüne Wesen, die schildkrötenartig sind. Sie haben so eine Art, ja, strohiges Haar. Oft haben sie eine Tonsur. Das heißt, sie sehen ein bisschen so aus wie Schildkrötenmönche. Und anders als die Tengu, die in den Bergen und in den Wäldern leben, leben die Kappa in den Gewässern, genauer gesagt in den Flüssen. Schildkrötenartige Mönche klingt niedlich, Kappa sind aber sehr, sehr gefährlich, denn sie haben zwei Lieblingsspeisen, Nummer eins, kleine Kinder, und Nummer zwei, Gurken. Wenn Kinder plötzlich verschwinden, dann hat man früher oft gesagt, dass die Kappa diese Kinder geholt hätten. Und es soll deshalb auch den Brauch in der Edo-Zeit gegeben haben, dass man Gurken ins Wasser leerte, um so die Kappa davon abzuhalten, die kleinen Kinder zu entführen und zu fressen. Kappa sind auch ein sehr geläufiges Motiv in der japanischen Literatur und Kunst. Zum Beispiel Akutagawa Ryunosuke, der wohl berühmteste japanische Schriftsteller, hat eine Geschichte mit dem gleichen Namen geschrieben. Kappa erscheinen aber auch oft in Filmen und in Mangas. Vor ein paar Jahren kam ein Anime auf den Markt mit einem kleinen Kappa-Jungen, der aber sehr, sehr nett war, der nicht gefährlich war, sich aber verstecken musste, damit man nicht erkennt, dass er ein Kappa ist. Ich weiß, dass diese Geschichte so ein bisschen die Geister gespalten hat, weil es anscheinend sehr seltsam ist, dass es einen netten Kappa-Jungen gibt. Ich verlinke euch aber noch verschiedene Werke zu der japanischen Geisterwelt. Ja, ich hoffe, dieser erste Überblick über die japanische Geisterwelt war interessant. Wenn er interessant war, dann lasst mir doch gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr Freunde habt, die sich für Japan interessieren oder auch für Geister interessieren, die große Halloween-Enthusiasten sind, dann teilt doch bitte dieses Video mit ihnen. Ich würde mich sehr darüber freuen und ich hoffe, dass wir uns schon nächste Woche wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Matane. Bye bye.